Hallihallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Drake's News Folge. Diesmal am Sonntag, weil ich heute Geburtstag habe. Am 25.05.1987 bin ich geboren und bin jetzt 27 Jahre alt. Und gehöre so langsam zum alten gebrechlichen Volk. Nein, Scherz, ich fühle mich immer noch wie 14, aber das ist ja gut so. Ich nehme hier bei League of Legends auf, weil ich das erste Thema über League of Legends sage. Dann kommt noch Tropico 5, Silent Storm, Dungeons 2, RuneScape, und dann werde ich noch ein bisschen erzählen über den Kanal und über das Minecraft-Projekt, also Drake's Projekt und so weiter. Also fangen wir an mit League of Legends. Ich werde hier den Clan wieder zum Leben erwecken. Ich habe schon wieder mal zwei eingeladen. Und also er hat noch nichts. Es wurde nur gegründet letztes Mal, also vor 2 Jahren, glaube ich. Und da habe ich noch nicht so Erfolg gehabt mit den Leuten, die wollten. Aber jetzt geht's. Und hier vor 2 Jahren habe ich es gegründet. Vor 2,5 Jahren sogar. Und letztes Mal, ja, eben war es nicht so gut. Aber dieses Mal haben wir schon mal 3 Leute, das sind 4. Noch einen, dann könnten wir 5 gegen 5 machen, Clan gegen Clan. Und ja, mal schauen. Ich werde dann aufnehmen, jedes Spiel ungefähr. Und ja, mal schauen, wie gut wir sind. Ich bin ADC. Werde als ADC spielen. Wenn ich nicht ADC werden kann, kann ich auch Toplane sein. Ich habe sehr viele Champions in Toplane. Oder Mid kann ich auch sein. Also ich bin sehr flexibel, kann auch mal Support sein. Kein Problem, aber ich bin eben nicht so der gute Supporter, weil halt das anderes Spielplay, also anderes Gameplay braucht und so weiter. Und ich werde mir vor allem die Jinx holen. Die ist sehr stark als ADC. Den KKK. Ja, den Varus werde ich holen. Wie heißt das jetzt schon wieder? Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Ah, der Kog'Maw, den habe ich schon, genau. Was haben wir denn sonst noch? Esswill werde ich mir natürlich holen. Draven werde ich mir holen. Und Corki werde ich mir holen. Gangplank vielleicht. Aber der ist nicht unbedingt ADC, weil er der normale Angriff Nahkampf ausführt. Ja, und werden vermehrt League of Legends Video kommen mit den Kollegen. Wenn sie Zeit haben, dann nehme ich halt auf. Und jetzt gehen wir rüber auf Dungeon Siege 2. Ja, das geht weiter. Das Spiel macht mir sehr viel Spaß. Es ist für mich eines der besten Action-Rollenspiele, das es gibt, sogar vor Diablo 3 und Sacred 2. Und es macht richtig viel Spaß. Mal schauen, wie stark ich werde mit den Beschwörungen. Und ja, ich habe ja sehr viele Challenges gemacht für dieses Spiel. Dann, Path of Exile geht weiter. Da habe ich jetzt einen Charakter, der mir sehr ans Herz liegt, der nicht so extrem OP oder dies OP, also ja, halt eine Boost braucht zum normal spielen. Und ich werde bei Sacred 2 Gold werde ich manchmal ein Let's Show machen. Silent Storm, da habe ich Probleme mit Fraps und mit dem Hochladen, da ist der erste Part nicht richtig hochgeladen worden. Conquer the World geht weiter, wenn auch nicht mehr so oft, weil ja, es braucht einfach extrem viel Nerven und Zeit, so etwas aufzunehmen. Und deshalb kommen da nicht mehr so oft. Aber danke, dass es so erfolgreich ist. Und ja, RuneScape geht weiter, aber auch nicht mehr so oft. Weil, das kommt wieder oft. Aber momentan habe ich gerade ein bisschen Flaute, weil es halt einfach, mir auch ein bisschen Vorbereitung kosten und so weiter, dadurch auch ein bisschen Zeit, aber es kommt wieder.
Und was habe ich noch vergessen? Ah ja, Tropico 5 kommt. Ich habe mir das auf Weihnachten gewünscht und jetzt habe ich es geschenkt bekommen. Also jetzt kommt es am Montag, bekomme ich Silber. Und dann können wir das zocken. Und ja, des Weiteren, ich muss kurz mal schauen. Habe ich irgendwas vergessen? Ja, da kommt eigentlich nur noch das Drake-Projekt. Ich werde im Drake-Projekt wieder auf die normale Welt, also auf den Server gehen und dort Let's Playen und werde ab und zu ein paar Let's Build-Folgen im Let's Play machen, wo ich nur im Kreativ-Mode ein bisschen am Schwarzen Reich baue. Und ja, das werdet ihr dann sehen. Und jetzt kommen wir zum Kanal. Ich habe 241 Abonnenten. Das ist sehr toll. Also jetzt habe ich schon wieder irgendwie 6 Abonnenten mehr seit dem letzten Mal. Und das kommt gut. Dankeschön an die Neuen und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ja, ah, jetzt habe ich noch etwas. Ich werde Shakes and Fidget manchmal ein bisschen Let's Showen oder Let's Playen. Und Dungeon zeigen und so. Ich werde nämlich den Wulferus mit dem Wolfpack Clan unterstützen, weil ich ihn schon lange kenne und schon lange seine Videos schaue. Möchte ich da noch ein bisschen mehr machen. Und da kommen, glaube ich, ja, sage ich mal, jeden Mittwoch und Sonntag eine Folge. Und ja, da könnt ihr dabei sein. Ihr müsst einfach in den Clan Wolfspack kommen. Und dann könnt ihr mich auch gut erreichen und so weiter. So, mehr gibt's nicht. Dankeschön fürs Zuschauen und wir sehen uns das nächste Mal wieder am Samstag oder zwischendurch mit meinen Videos natürlich. Und ja, also dann nächsten Samstag die nächste Dregos News Folge und tschüss, bye bye.